Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Brava Quattro zusammen mit Christina. Hallo! Und ich würde sagen, sofort drauf. Ja! Es ist nicht so, dass ich gerade fast den Namen vergessen hätte vom Projekt. Nein! Quatsch! Achso, ja, wir haben ja Schutzzeit. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich mich nicht bewegen kann, Alter. So. Wie viele Level hast du jetzt? 9. Ich guck gerade, hier vorne ist auch noch Quarz sonst. Ja, warte. Wir müssen vorsichtig sein beim Herkommen. Hier vorne. Ja. Ja? Ja. Ich hab halt auch nur noch die eine Dia-Hacke hier, ne? Wir brauchen ja eigentlich keinen Obsidian mehr oder so, ne? Nee. Hast du jetzt 10? Ja. Stell mal auf. Ja, hier ist einmal der Amboss und dann brauchst du natürlich noch mal das eine Schärfe 3 Schwert mit Rückstoß da. Genau. Schärfe 4 und Rückstoß 1 habe ich dann jetzt drauf. Das heißt, ja. Ich gehe im Kampf vor. Das wäre tatsächlich gut. Ich schau mal, kriege ich denn schon wieder ein... Ach, Moment. Muss er eben noch... Genau das habe ich gebraucht. Ja. Woher wusstest du das? Geh aus meinem Kopf raus. Dann musst du mal weiter leveln. Ja, okay, deswegen habe ich nicht weitergemacht. Ja, das ist doch ein Quarz weg. Ja, ich brauche auch noch mehr Level. Ja, wir müssen jetzt eh farmen. Bau ab und dann erstmal Level farmen. Ja. Bis jeder jetzt... wieder 30 hat, würde ich sagen. Bist du den Gang einfach weitergegangen, oder? Ja, ich bin hier runter einfach nur. Ich glaube, ich bin woanders hingegangen. Verdammt. War so klar. Und ich bin gerade nicht bei dir. Ah, da bist du, okay. Wo bist du? Ich bin hier vorne. Ich komme gerade langsam näher. Warte, ich muss mal eben noch schnell das Ding ausrüsten. Oh Gott. Oben sind noch Level. Wir müssen halt weiter farmen. Ja, das natürlich. Von denen nicht ignorieren. Ignorieren? Lässt sich nicht ignorieren? Wir müssen die halt völlig ignorieren, sagen wir es mal so. Ja. Guckst du um? Ja. Einfach nicht mehr schreiben. Ich mach das Psychospielchen auch nicht mehr mit. Wird so langweilig. Jedes Mal dasselbe. Obwohl die halt voll woanders sind. Ja. Das stimmt. Und vor allem... Vor allen Dingen, wenn wir läppisch gewesen, hätten wir ihm in der letzten Folge einfach seinen blöden Zaubertisch und seine Bücherregale weggesnackt. Er hat ihn nämlich nicht abgebaut, als er sich ausgelockt hat. Ja. Ich wusste nämlich, dass er direkt da am Netherportal reingegangen ist. Ja, so kreuz und quer, wie wir jetzt schon gegangen sind. Ich habe auch immer wieder die Gänge zugebaut, sodass man nicht sieht, dass wir irgendwo hingegangen sind. Hinten ist auch noch Quarz. Könntest du abbauen gehen? Ja. Dich immer schön umgucken, ne? Ja, ja. Alles gut, ich gehe dann hier links weiter. Ja, ich komme gleich hinterher. Oder sollen wir uns ein bisschen aufteilen? Nee, würde ich nicht machen. Wir sollten in der Nähe bleiben. Also wir können ruhig schon so ein bisschen, ne? Nur nicht so komplett, wie die das teilweise gemacht haben. Ich bin ja komplett aufgesplittet. Denkst du, die sind es immer noch? Naja, inzwischen weiß ich nicht. Ich weiß, dass Niklas auf dem Weg war nach oben, weil er noch Holz brauchte. Ja. Kann ja sein, dass sie sich inzwischen getroffen haben, weil Stefan hat für ihn ja die ganzen Sachen verzaubert. Zum Teil auch. Ich glaube, die haben sich dann wenigstens kurz getroffen, aber ob sie immer noch zusammenlaufen, ist die Frage, ne? Hier ist Sackgasse. Ach, kommst du jetzt zurück, oder was? Ja. Okay. Guck mich. Die sehen uns hier unten eh nicht, ganz ehrlich. Sneak nicht. Nee? Wir sind so weit unten. Stimmt, da war ja sogar Dingsstein, ne? Okay, jetzt würde ich doch lieber wieder... Bei denen weiß ich nicht, wo die sind. Oh und Gott. Leo ist halt mega gefährlich, wir sollten in die Wand gehen. 3 Kills, Alter. Lass in der Wand, in die Wand gehen. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Bau dich hier irgendwo in die Wand und bau hinter uns wieder zu. Leo ist halt echt gefährlich. Ich weiß, hier brauchst du gar nicht zubauen. Oh Mann. Okay, lass hier in die Wand gehen. Ja. Ich baue aber den Gang auch gerade wieder zu, da. Müssen wir zusehen, dass wir jetzt lieber hier in dem Gang ein bisschen was finden, weißt du? Ja. Ich brauche nochmal ein paar Steine. Ja, ein bisschen was abbauen. Das ist natürlich jetzt gut.
Wir müssen halt auch gucken, im Nether gibt's doch mit Sicherheit auch die Border, oder? Ja, bestimmt. Aber ja, die ist noch so weit weg, weil wie gesagt, das Ding ist bei 0-0 gewesen. Ja, ja, klar, okay. Das Portal. Nicht so weit gelaufen. Ich hab schon wieder 12 Level. Ja, also wir müssen uns darüber keine Sorgen machen, ganz ehrlich. Ich glaube, es ist tatsächlich schlauer, jetzt erstmal nur Level zu farmen, oh, in der nächsten Folge. Noah! Und in der nächsten Folge. Tu ich doch. Und in der nächsten. Vorne ist zugebaut. Und in der nächsten Folge dann zu verzaubern, weil ich würde mich jetzt ungern in Sneaken zu verzaubern, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, gerade wenn Noah und Leo drauf sind. Ja, dann lass uns das so machen, dass. Lass uns Level farmen. Ja, dass wir jetzt nur farmen. Und bau hinter uns zu, dass wir hier wegkommen. Mhm. Glück haben wir schon eine aufgenommen eben. Weil Leute, wenn ihr jetzt mal guckt bei Tab, Noah hat einfach mal 6 Kills. Der ist auch momentan der... Oh, hier ist Lava, hier ist Lava. Ha, ah, mein Scheiße. Ja, ich habe tolles Leben, keine Sorge. Ja, Messer brennt mal aber länger, ne? Ja, ich habe jetzt erst 2 Herzen verloren. Aha. Oh Gott, die fließt so unsagbar schnell. Nur, dass der jetzt keiner in der Nähe war. Wenn die natürlich sich jetzt Flame holen, dann haben wir ein Problem weniger. Ne? Aber später gerne. Gemein, aber... Ja. Ich habe jetzt schon 16 Level. Das ist gut, wenn wir einfach Level... Kann heute keiner mehr aufnehmen. Oh, das ist nur das einzige. Diese Flame Folge hat nämlich nichts. Er hat nur ein Eisenschwert, was, glaube ich, auf 2 enchanted ist. Ja, ich mache jetzt die Dia-Hacke kaputt, ja, oder? Brauchen wir die nochmal? Eigentlich ja nicht, ne? Nee. Und zum Dias abbauen brauchen wir ja nur eine Eisenspitzhacke und Eisen haben wir erstmal genug. Wir müssen ja keine Obsidian mehr abbauen für irgendwas. Machst du nochmal ein bisschen hinter uns zu? Ja. Oh, stopp! Was? Da ist eine Höhle, da sollten wir nicht hin. Ah, okay. Baue ich mich lieber parallel wieder zurück, ey. Wieso nicht in diese Richtung? Da ist eine Höhle. Nee, ich meine in der anderen Richtung auch? Ja, die Höhle ging so schräg. Ach so, okay. Glaub nicht, dass wir das... können jetzt hier nochmal abbiegen. Oh. So. Ist ja eine Höhle, aber hier ist Quarz. Das will ich mir nicht nehmen lassen. Ja, vor allem hier beim Nether ist auch das Ding, durch die Steine siehst du die Namen echt sehr schwer. Wir haben ja alle das gleiche Texture Pack. Ja. Na? Hallo. Na, Pigment? Ah, okay. Ah, ja, hier ist wieder diese Höhle. Ah, Mann. Hier ist überall Höhle. Müssen halt viel hören, ne? Wir könnten auch hier rumlaufen. Wir müssen höher? Hören. Ach, hören, ja. Wir können es aber auch mal nach oben ein Stück warm machen, nicht unrecht. Das Gute ist, für die Zuschauer habe ich immer noch so ein bisschen Musik im Hintergrund, also es ist nicht komplett Totenstille jetzt gerade bei mir. Ja, ich lege ja auch Musik hinter. Ja. Und man muss halt wirklich viel hören. Ich habe nicht Lust, dass ich wegen sowas dann krepiere, weil ich sie nicht höre, weil ich zu viel rede. Bist du hinter mir? Ja, ich habe hinter uns mal wieder ein Stück zugebaut. Okay. Oh, meine Pickel ist echt kaputt. Da muss ich mir eine neue machen. Gott! Ja, zu guter Letzt. Geh weg, ist alles gut. Alles gut. Nee, das ist. Da unter ist auch Lava. Ja, dann lass mal hier mal gerade in die Wand. Ich muss mir aber eben kurz eine neue Pickel craften. Ja, das hatte ich gerade auch vor. Okay. Erstmal alles auf schnell. Hm? Hör mal auf, ich gucke rum. Wieso hast du mir jetzt das Quarz gegeben, Alter?
Nein, ich hab's einfach rausgeworfen. Jetzt mach. Lass es einfach nur hier fliegen. Wo ist denn jetzt? Brauchst du mir bitte eine mit? Ja. Das ist noch ein Eisen. Da liegt einer. Quarz brauche ich nicht, so. Gut. Hier weiter oder in welche Richtung? Ja, weil da ist der. So. Du kannst dich immer so ein bisschen auch in die Wände reinbuddeln. Ja, mach ich. Nur anders findet man, glaube ich, keinen Quarz in den Wänden. Ich meine, du hattest jetzt gerade eben voll Glück mit deiner Quarzquelle da. Und ich finde einfach mal gar nichts. Soll ich wieder vorgehen? Denkst du, das ändert was? Hä? Wieso? Achso! Warte mir. Wollen wir da unten mal gucken? Nee, warte. Lass mich mal sehen. Ah. Ja, lieber nicht. Würd's lieber, glaube ich, nicht machen. Okay. Gut, dass ich gesneakt bin, weil wenn ich nicht gesneakt hätte... Aber hier können wir mal gucken. Hm? Es ist so spannend. Hier ist nix. Gott. Kann aber von da auch erstmal keiner kommen. Und da geht's nach oben. Sollen wir mal gucken? So steil nach oben. Vergessen. Nee. Bau zu. Hui und hui. Bauen wir uns eigentlich gerade eher vom Spawn weg oder vom Spawn hin? Wir bauen uns jetzt gerade so halb hin. Hin? So halb, ja. Also auf der einen Achse sind wir auf dem Weg zu Null, aber bei der anderen Achse nicht. Also okay. Wir bleiben eigentlich so ein bisschen entfernt, gehen aber, ne? Mal den Weg zu. Guck mal, wenn ich sneaky, bin ich langsam als so ein blöder Zombie-Pigment. Okay, da ist die Höhle. Ach, da hast du noch Quarzi gefunden. Ja, dann komm hier rein. Ja. Mach da hinter uns zu. Ja. Mach hinter uns zu. Ja. Hast du das? So. Mal schön ein bisschen zu buddeln hier. So. Holalala. War übrigens klar, ne? Du buddelst dich ein bisschen und bist schon wieder bei Quarz. So viel zu, soll ich vorgehen? Ja, Christina, sollst du. Oh Mann, ich habe immer so scheiße Angst hier bei den Wänden, dass irgendwo Lava rauskommt. Ja. Welches Level bist du denn jetzt mittlerweile? 18. Weil du hast ja jetzt gerade das ganze Quarz abgebaut. Oh, hier geht der Boden weg. Warum sind denn die Hilfsmittel auf einmal online gekommen? Vor allem wieder die, ne? Hast du gerade gebaut? Ja. Hast du gerade ein Zombie-Pigment angegriffen? Nein. Junge, irgendwer hat die Pigments geboxt und zwar hier in der Nähe. Komm mal da weg, das ist zu gefährlich. Bau mal nichts ab. Tue ich auch nicht. Mein Widerstand wie du. Ey, wir sollten echt ein bisschen weggehen, ne, bevor wir gleich nicht gekickt werden. Das irgendein Pigment hat so. Ja, aber das muss nicht unbedingt durch einen Mensch sein. Kann so, wenn die auch irgendwo runterfallen, ne? Lass mal hier ja. In den Gang gehen. Dann denken die nämlich, wir sind in dem Gang, weißt du? Ja. Bau alles zu hinter dir, alles ja, zu. Ja, mach ich gerade. Oh, bitte, okay. Wir müssen gekickt werden, du bleibst werden, in bitte. Dem Gang, ich bleib in dem ja. Gang hier. Ja, ich hoffe gerade so sehr, dass wir gekickt werden. Bleib in dem Gang. Tschüss.
Gott. Am Ende, also ich bin ja so gespannt, ob das echt am Ende irgendjemand war oder ob das jetzt nur durch Fallschaden war. Ja. Oh Mann. Liegt hier Quarz auf dem Boden? Ich habe Quarz auf dem Boden gedroppt, dann sehen wir, ob das noch da ist oder ob einer in unserem Chunk ist. Gott, ich habe gerade kurz richtigen Schock bekommen, weil ich nicht sofort runtergeschmissen wurde, so wie du, sondern irgendwie eine Sekunde später. Ich dachte gerade, warum werde ich nicht gekickt? Nee, wir sind gekickt. Oh, das ist alles locker, Shiro. Ich muss locker. Nachher unbedingt gucken, was da genau im Chat stand, weil da stand noch irgendeine Nachricht, die rot markiert war. Also die habt ihr jetzt gerade in der Nahaufnahme gesehen, ich konnte sie noch nicht lesen. Ich habe keine Ahnung, was da gerade los war. Da ist aber keiner gestorben, das wird im Serverlog stehen. Nee. Aber es sah so... Oh Gott. Weißt du, ich weiß ja nicht, wie die Nachricht aussieht, wenn es heißt, von wegen, es ist jemand in deiner Nähe. Ja. Oh. Aber ich glaube einfach, da stand, dass wir... ja, und ich wurde wahrscheinlich nicht... Dings sind. Ich wurde wahrscheinlich nicht sofort rausgekickt. Na gut. Aber ich würde sagen, wir haben überlebt, Leute. Ja. Länger als wir dachten. Also, Leute, und wir haben Folge 10. Ich wollte bis Folge 10 überleben. Und ja! Folge 10. Und das heißt, Leute, wir sehen uns morgen in Folge 11. Woo! Yes! Dann und dann wiedersehen. Tschüss!